Hallo und herzlich willkommen, Leute, zu einer neuen Folge Goldrausch. Und ihr lest richtig, wir haben es aber darüber gelernt, mit Clash der Rebellen hier in der Pre-Release-Zeit. Hey. Wir freuen uns sehr. Hallo Dario, der gute Dario ist da, der selbsternannte Pack-Gott. Das nehme ich noch zurück, bis ich hier die erste vernünftige Karte aus diesem Display gezogen habe oder aus diesem Set. Ja, Grüße gehen raus. Hi, freut mich, dass ich am Start sein kann hier bei euch. Und heute Clash der Rebellen, geiles Set, coole Artworks. Ihr habt ja schon einige davon hier auf dem Channel gesehen, dementsprechend gucken, ob wir heute eine Goldkarte wiedersehen können. Let's go. Ja, wir sind jetzt mal sehr, sehr gespannt. Dennis, was meinst du, wie hoch stehen die Chancen für einen Goldfighter hier jetzt endlich mal? 1 zu 192. Ja, vielleicht haben wir das erste aus 192 Packs Kids hier rausgeholt. Komm, mach du das mit auf. Ja, Leute, wir spielen wieder Goldrausch. Ihr kennt das Ganze, das ist ein fortlaufendes Format jetzt mehr oder weniger. Und zwar spielen wir den ganz normalen Pack-Battle-Regeln und eine Karte vom Gewinner kommt in den Pot und zwei vom Verlierer. Und wenn einer von uns, also entweder Team Card Buddies oder Team, ja, wie nennen wir das jetzt? Pack-Gott? Ja, Team Pack-Gott, ja, genau. Ich bin da mit dem hier, mein Maskottchen. Mit deinem Maskottchen bist du da. Unsere Pre-Release-Promo ist Drapfel. Genau. Meine auch. Nice, da sind wir mal gespannt. Aber das brauchen wir nicht. Und Apfelzufall. Wenn einer von uns quasi eine Goldkarte zieht, dann wird der Pot vom Gegner aufgelöst. Und ja, das heißt, Pressure is on, Dario, Pressure is on. Yes. Ich bin mal gespannt, wenn wir hier mal eine Goldkarte ziehen. Dann, yes. Wird krass werden, kann krass werden. Okay, wollt ihr anfangen? Soll ich anfangen? Wie sieht's aus? Du darfst anfangen, Dario. Wir lassen dir den Vortritt. Deine allerersten Packs hier von Clash der Rebellen, da appreciate das richtig, weil muss das ich ist ein geiles Set, bei euch. Das ist ein muss ich geiles Set bei euch. Ja, ich bin sehr gespannt, ey, und schauen wir mal, ne, ob wir heute eine Goldkarte ziehen. Also wie gesagt, bei den letzten Pre-Release, Alter, ist das denn Horror-Energie? So, wann gibt's sowas denn? Interessant. Das ist halt Clash der Rebellen, ne? Ja, für euch jetzt schon, ja, schon alt. Alter Hut, haben wir schon 80 Mal. Kennt jeder hier, ey, Makabaya-Gala. Oh, das Knapfel ist ja mega süß. Das Artwork ist drollig. Primova, Picuda, Gala, Mauzi, selbst das. Ich bin kein Färber von Mauzi zurzeit. Ich habe einen Kryphook als Rare und ein Morpeko als Reverse mit einem schönen Artwork in seinem Hamsterrädchen. Schade, schade. Leider keine Foil oder ähnliches. Nee, das Morpeko ist ein Ankommen, ja. Morpeko ist ein Ankommen. Ja, ist ein Ankommen. Gar nicht mal mit einem Rifex Pack. Rifex? Dann sind wir mal gespannt. Was würdest du denn gerne ziehen, Dario, aus dem Set? Glurak? Oder? Glurak, Rainbow Glurak, V-Max Glurak in Rainbow und ja, nee. Ich würde tatsächlich ganz gerne die Zarnia ziehen. Zarnia ist halt, ne, ihr wisst Bescheid, ne, ist halt so mein Ex-Waifu aus diesem Set. Die ist nicht volljährig. Hattest du die nicht sogar schon? Zarnia ist safe volljährig, hallo, hier FBI Open Up ist hier, glaube ich. Ich wollte gerade was sagen, aber das lasse ich lieber. Ein Gottrum V haben wir gezogen in unserem ersten Pack. Nice. Ja, das heißt, nice. 3 Punkte for us. Das ist nicht gut. Also ist schon gut für euch, aber irgendwie nicht so gut für mich. Ich mach mal auch ein Reflex-Pack auf. Dementsprechend schaue ich mal, ob ich damit eventuell ausgleichen kann oder sowas. Oder vielleicht sogar gewinnen kann. Ne? So eine Goldkarte jetzt schon am Anfang, das wäre ziemlich lecker. Das wäre insane. Das wäre natürlich krass jetzt, ne? Oha, wir haben den Yarrow, ne, hier, versucht nachzudenken. Grammoklis, Bamon, Magma, Electek, Schneebedeck und, ich habe auch einen Gottrum V-Max. Also einen Gottrum habe ich gezogen, in der V-Max-Form aber. Oh, okay, das ist nice. Die müsste sogar sehr geil. Punkte bringen, 330 KP und das ist riesig, ja. Das Ding, ey. Holy shit, sehr geil. Okay, krass, direkt 5 Punkte, ey, Dario, holy shit. That's was great! Was fällt dir ein? Don't know! Okay. Aber ist cool! I like that! Gucken wir mal, ob das Kit jetzt noch gönnen kann. Wir hatten teilweise Kits, die waren extrem krass, ne? Wir haben teilweise Kits gehabt, die waren echt crap. Also mal schauen, was da jetzt so abgeht. Wir haben eine gute Galamine 1 hier, ein sehr süßes Vulcano, schöne Artworks. Wie Dario schon sagt, vor allem die Uncommon und Common Artworks haben wieder sehr viel Liebe abgekriegt, was sehr nice ist. Ein gutes Vitora. Garflampivia. Gaga. So, Nasgaid und ein Deponitox. Leider nix. Leider Müll. Okay, dann mache ich Müll. Den Boy hier auf und hoffe. Im wahrsten Sinne des Wortes.
Deponitox ist nicht Müll. Ne? Der hat auch ein bisschen Liebe verdient. Ne? Nur weil er hier von jedem gehatet wird, kann auch nichts für. Es hat immer eine Prelis-Promo gekriegt, ja, das muss man dazu sagen. Oh, das Lombrero ist auch Zucker, holy shit. Galapo, Alter. Ich kann's so sagen. Die Adurks gefallen mir einfach. Holy shit. Oh, das Corazon ist einfach tot. Wow. Verfluchte Schaufel und Alter, Gala Lauchzillot hier in der Holo-Version. Sehr, sehr schönes Artwork. Mit seiner Bananenlanze. 20-Euro-Karte habe ich gehört. Ja, mindestens, ey. 20 Euro zu Release, wenn nicht sogar 30, würde ich sagen. Also. Ja, ne, wenn nicht 50, ey. Dieses Pokémon kann, was ist das hier, Sternsturm erst wieder einsetzen, wenn dann das. Für 3. Oh, das ist aber gar nicht so bad, ne? Was kann die genau? 180 Schaden für 3 Energien. Als Non-GX ist gar nicht so bad. Das ist schon, stabil. Und damit habe ich 6 Punkte geholt. Ne, 7 habe ich schon. 7 habe ich. Holy shit. Dann mach ich mal weiter. Ich muss ein bisschen aufholen. Wir haben hier wieder Geraldine, die ein bisschen. Ja. Ja, wir wollen auch die Ja. Sprunzel, Toxel, Sankabu, schon wieder keine Reverse Rare. Und Kubuin, Holo. Nice. Das ist eine coole Karte. Kubuin hat ja auch eine V-Karte im Set gekriegt. Das ist mit die niceste V-Karte quasi. Die niceste? Also somit sind wir jetzt weißt auch was? Bei 5 Punkten. Weißt du, was auch noch eine V-Karte bekommen hat, Dario? Britz-Igel. Ja, ich bin kein Fan von Britz-Igel. Aber es ist halt witzig, dass so Pokémon einfach V-Karten kriegen. Ich weiß nicht, ich feiere das irgendwie. Finde ich aber schade, weil Goofa hat keine GX gekriegt. Ja, sad. Vielleicht kommt das dann noch. Vielleicht kommt mehr, Liebe Goofa, mehr Liebe für Goofa. Ich finde es auf jeden Fall schon geil, dass Mortineva Gold ist, damit man Snom sehen kann, weil ich bin ein Riesenfan von Snom. Ich finde das super süß, by the way. Aber ich habe hier noch in dem Set noch keinen Snom gesehen bei mir. Costoso, keine Reverse Rare, schade. Und ein Arcanine habe ich hier gezogen als Holo. Normal, aber auch cooles Artwork. Okay. Was, Holo? Nee, Arcanine ist Rare. Also, normal. Gut, Rare. Du hast auch noch ein Pack, ne? Ich hab gar kein Pack mehr, ich bin durch. Ah, das war dein Pack. Ach so. Ich bin durch. Das ging ja flott hier. Du musst jetzt mindestens 2 Punkte holen. Ja, hoffen wir mal, dass wir das irgendwie schaffen. I'm done, können, brother. So, gucken wir mal, ob wir das jetzt schaffen können oder ob wir vielleicht 2 Karten hier abgeben müssen. Maybe. Wir haben auf jeden Fall Fandra, einen Bronzong. Der gute Yaro hier, Schallquapp, guckt ein bisschen sad. Skalyk, ein Galar Corazon und wie Dario schon sagt, es ist einfach dead. Ist einfach Toxel. Gut. So fühle ich mich manchmal abends. Nach zu viel Karten sortieren, da ist man einfach tot, Leute. Latenecto, verdammt. Und jetzt eine Holo. Ja, oh, Trampel. Oh, habt ihr tatsächlich gewonnen, ne? Haben wir gewonnen? 7? Ne, wir haben 7 zu. Zu 7. Oh, unentschieden. Wieder beide eine. Nice, sehr gut. Aber guck mal, voll das gute Kit eigentlich. 2 Holos, eine V-Karte. Ja, ne? Kann man sich jetzt nicht beschweren. Kann man mit zufrieden sein, würde ich behaupten, ja. Da würde ich mal sagen, Leute, wie gesagt, wir mischen jetzt. Der Gegner darf jeweils mal einmal snipen. Snipe, snip, snup. Und dann geht das Ganze in den Pot. Ich bin mal gespannt, ey. Mal vor, da jetzt kommt wieder hier, zack, und wieder die Karte raus. Ich bin mal gespannt, wann die allererste Goldkarte auch gezogen wird. Mhm, also ich weiß, wo meine V-Karte ist, by the way, ne? Ich sag's mal so. Nehmen wir die diesmal? Gut, aber wir nehmen die 1. Seid ihr euch sicher, dass ihr die 1 nehmen wollt? Ja, wir wollen die 1. Alles klar, das ist Narcani, alles cool. Okay, perfekt. Okay, dann sagen wir mal so. Ich nehme auch die 1. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Ganz sicher? Ja. Es ist das Gortrom, Leute. Alter, ich bin der Snipe-Gott, ich sag's euch. Kein Pack-Gott mehr, sondern ein Snipe-Gott. Ja, genau, ey, der neue Titel für den guten Dario. Du musst dir jetzt Mega Dynamax Inteleon auf den Arm, Unterarm tätowieren lassen. Ja! Yes. Kennt ihr das Meme, wo der den Rose ansnipert? Dieses Bild auf Twitter? Den wen ansnipert? Ich schick's euch später auf WhatsApp. Schick's mal. Also ich kenn ein paar Memes dazu. Ich glaube, ich weiß auch, was du meinst, aber ja. Ja, Leute, passt schon. Das war eine gute Folge Goldrausch, würde ich sagen. Wenn ihr mehr davon sehen wollt, dann supportet das auf jeden Fall. Lasst auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Wenn ihr Bock habt, Clash der Rebellen noch vorzubestellen, könnt ihr sehr, sehr gerne bei uns im Shop vorbeischauen. Links unten in der Beschreibung. Und ja,
checkt auch Darius Kanal natürlich ab, da haben wir auch eine Folge aufgenommen. Und ansonsten gibt es nicht mehr viel zu sagen, außer wir haben Bock hier auf mehr Videos von Clash der Rebellen auf den Set-Release. Wie gesagt, Tausender Opening kommt auf jeden Fall auch am Release-Tag wahrscheinlich, wenn alles klappt. Yeah. Und ja, haben wir Bock drauf. Wir freuen uns drauf. Ja, Dario, hast du auch Bock noch auf das Set jetzt? Dito, es werden auf jeden Fall jetzt noch ein paar Videos erscheinen, auch mit mir hoffentlich. Und da schauen wir mal, ob wir noch was ziehen können. Ne? Bin sehr gespannt. Eventuell mit 2 Meter Abstand und mit Gasmaske komme ich auch noch mal zu den Jungs nach Hause. Gucken wir mal. Mal gucken, was also noch passiert jetzt in der nächsten Zeit. Also Leute, haut rein. Wir schauen mal. Bis dann. Ciao. Card Buddies donated $5. Darian, you are our inspiration. Card Buddies, inspiration for what? Spending all your money on Pokemon? I'm so sorry if I hurt your wallet. And I don't know what I'm an inspiration of, but whatever it is, it can't be good. So I apologize.